Abstiegsduell. Nürnberg gegen Gladbach. Da werden sich viele wundern, die da rein, wenn du das jetzt so sagst. Denn Gladbach ist ja schon wieder auf dem Weg in die glorreichen 70er Zeiten mit dem mit 7 Punkten nach 4 Spielen. Also das war hoch. Ja, gut, da fehlen noch 33. Für Klassenerhalt. Und die werden sie jetzt also nicht, also müssen nicht in Nürnberg holen, weil da wird es ein 2-2 zu geben. Markus? Ja, Nürnberg ohne Hans Meier, aber ich glaube, dass Gladbach gewinnen wird in Nürnberg. Es wird ein 1-3. Ja. Ich bin fest daran überzeugt, dass du die meisten Kommentare bekommen wirst, der Fremde. Weil diese Performance hat auch einfach Kommentare verdient. Ja, aber das sind doch astreine Tipps. Also, naja, super. Nicht, was hast du gesagt? Kritik angeht. Ja, was hast du gesagt? 1-3 für 1-3. Gladbach. Nürnberg-Gladbach ist ein Spiel, das mich genauso nervt wie Mainz gegen Hertha. Tippe ich einfach 1-1. So, Hamburg gegen VfB Stuttgart. VfB hat ja gegen Nürnberg richtig Gas gegeben. Ich habe das Spiel in der ersten Halbzeit live gesehen. Hier im Sachs und war begeistert. Also von so viel strategischen, taktischen Überlegungen. Ey, Champions League, ja, schön sagte, gegen Nürnberg bloß nichts machen und das geht dann 0-0 aus. Und da bin ich halt sehr enttäuscht, dass der VfB Stuttgart jetzt überhaupt nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Und sie werden in Hamburg auch verlieren. Es war 3-1. 3-1. Wird VfB verlieren. Der Hamburger SV wird 3-1 gewinnen. Also das korreliert ja. Also wenn die anderen 3-1 gewinnen. So. Meine Damen und Herren, eine Sendung mit sehr vielen Weisheiten. Kann man sich und Wahrheiten auch machen. Da kann man einen Spielberichtsbogen drehen und wenden, wie man will. Ja. Markus, dein Tipp? Mein Tipp HSV gegen Stuttgart. Ich glaube, der HSV wird da gewinnen, denn der HSV ist richtig gut drauf. Es ist die Fußballhauptstadt im Moment, gar keine Frage. HSV, St. Pauli, Hamburg ist vorne, ist oben auf. Der Kiez brennt, sagt man, glaube ich, in solchen Situationen. Nicht beim HSV, Markus. Nicht beim HSV. Nein. Also, Thema nur knapp verfehlt. Ja. Der HSV, die typische Kiez-Mannschaft. Ja. Ja. Das mögen wir auf St. Pauli. Ja, auf St. Pauli hören die das vielleicht gerne, die in Hamburg eher nicht. Ja, ich habe das jetzt mehr als Fußballhauptstadt. Ja, und die Zuschauer sind gespannt jetzt auf deinen Tipp. Deshalb sage ich, HSV gegen Stuttgart 3-1. Auch 3-1. Hat er recht. Ich sage 1-2. Ja. Einfach, weil ich da Bock zu habe. Da kann ich gerne keine dran hindern. Genau. Werder gegen Hannover. Oh, das Niedersachsen-Norddeutsche Dingsbums-Duell. Naja. Also Bremen ist nicht Niedersachsen, das möchte ich jetzt kurz mal erwähnt haben. Nein, aber ist ja da in der Nähe, also ist ja nur, ist das nicht eine Konklave, Bremen von Niedersachsen? Tipp mal. Also eingemeindet, meinst du? Ja. Ja. Werder als Gemeinde von Niedersachsen mit der Hauptstadt Hannover, ich würde sagen 3-0. Bremen, erstaunlich. Markus Marin wirbelt richtig gut rum, also ein 3-0 wird es geben. Und schon zur Halbzeit und dann vor Flach das Spiel. Was sagt ihr? Ja, Werder gegen Hannover. Bei Hannover werden sich immer noch die Spieler versuchen zu empfehlen für den neuen Trainer. Aber ich glaube, das Werder wird es gewinnen. Was ist mit Tim Wiese eigentlich? Der hat jetzt nicht gespielt. Das habe ich leider nicht ganz mitbekommen. Warum hat er gegen Hertha nicht gespielt? Tim Wiese ist ja... Schont sich für die Nationalmannschaft. Ja, habe ich jetzt auch den Eindruck, da ist so ein bisschen Nationalmannschaft das Thema. Ne? Da muss man... Ich denke, er wäre raus. Ich hatte gedacht, ich dachte, Tim Wiese spielt nicht in der Nationalmannschaft jetzt die zwei Spiele, weil er ja Pfiffe fürchtet von den Gegenfans. Sozusagen. Genau, und das hält er psychisch nicht aus, weil er ist ja ein sehr sensibler Typ. Tim Wiese? Ja, der also wenig jetzt, also gerade in Hamburg hat er ja auch immer sehr mit den Fans harmoniert, harmonieren wollen auch. Mit den Hamburgerischen, weil er das ja nicht so psychisch nicht so aushält. Und aus dem Grunde verstehe ich das auch, dass er jetzt gesagt hat, nee, da spiele ich lieber nicht, weil das ist mir zu hart.
Ich glaube, der Tim Wiese war da extra nochmal in der HSV-Kurve, oder? Um sich da zu verabschieden, auch von den Fans. Ja, genau. War da nicht was, ja. Ja. Und er hat mit den Werder-Fans auch noch gesungen, gib mir ein U, gib mir ein A, was auch immer, ja, und HHSV. Ja. Oder habe ich das falsch verstanden? Merkwürdig, der Herr Wiese. Nee, ich glaube, das ist kam eine bei der Interpretation. Kamen wir bei der Hinleitung zu diesem Spiel schon so Tipps? 3-0. Markus? Werder gewinnt 3-1. Ich sag 5-0. Und dann haben wir zum Schluss ein Spiel, wo ich mich ganz besonders darauf freue. Ja. Erster FC Köln, etwas unglücklich in die Saison gestartet mit einem Punkt. Das ist für den Klassenerhalt nachher etwas wenig. Ja. Der erste FC Köln gegen den FC Schalke 04. Ich tippe auf ein 2-2. So. Köln gegen Schalke. Rudi Assauer hat ja am Montag erzählt, dass die Spielergehälter gar nicht mehr gezahlt werden. Nicht mehr pünktlich. Zu seiner Zeit, ne? Also Vorauszahlung schon für die nächsten Jahre. So wie die Zuschauerzahlen von Gazprom schon wieder. Und deswegen sagen sie sich auch, für Lau mal jetzt auch nichts. Und das kommt ja jetzt raus diese Woche, wird alles zutage kommen. Sonst würde Köln... Das nicht, würde Köln Schalke nicht schlagen können, aber ich korrigiere nicht 2-1, sondern 2-0. 2-0 für den ersten FC. Und wer schießt die Tore? Der Prinz. Der Prinz. Alle beide. Beide. Ein Elfer. Doppelpack. Ein Elfer, ein Fallrückzieher. Ein Fallrückzieher. Mitten ins Schalker Herz. Ja. Hat Pulli jemals ein Fallrückzieher Nein, gemacht? Was ist ja das? Ach so. Oh. 2-0. Mhm. Okay. Dann mache ich noch den letzten Tipp. Köln gegen Schalke. Ich glaube, dass. Das war jetzt auch auf Schalke. Also, ja. Okay. Ja, genau. Ich glaube, dass Rudi Assauer die Aufstellung machen wird am nächsten Wochenende, weil nur Rudi Assauer weiß, wer noch im Moment Geld verdient und wer nicht. So. Und von daher denke ich, wird da eine Bombenaufstellung bei rauskommen, die jeden überrascht, aber die Köln aber sowas von an die Wand spielt, dass Schalke im Grunde. Jetzt kein Knallerergebnis rausholt, aber zumindest doch ein deutliches 2-0 in Köln eher stürmt. Du tippst also auf die Königsblauen? Ja. Auf die Knappen? Mit Klaus Fischer. Heißt eigentlich die Knappen? Heißt das auch Glück irgendwie auf. Knappen keine Kohle mehr, oder? Ja, knapp vor Torschluss. Knapper Kasse, oder? Kommt es dahin, die Knappen? Ja. Was ein Hammerwitz, oder? Ich glaube, damit haben wir es wieder. Das war's für heute bei Fußballgötter.net. Es verabschieden sich Tilo, der Markus und Andreas. Ciao, ciao. Ciao. Boah, Mann. Achso. Das war meine Sendung. Da war ja alles drin. Ich weiß jetzt gar nicht, was alles drin war. Alle.